Hallo YouTube, herzlich willkommen in einer wunderbaren neuen Folge Star Wars The Outlaws. In der letzten Folge waren wir in der Waffenfabrik und haben dort jemanden geholfen, die Fabrik zu verlassen. Und diese Person hat sich dazu entschieden, nicht unsere Crew beizutreten erstmal, sondern ihr möchte eine Runde die Königin in die Luft jagen. Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, oder wir, also Chat und ich, fragen uns ein bisschen, was hat die Person jetzt vor? Also, beziehungsweise, was haben wir vor? Werden wir es verraten? Werden wir die Person unterstützen? Das ist so die Sache, ne? Anmoderation auch wirklich on point. So, aber gucken wir mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich in der letzten Folge gesagt habe, ich will schauen wegen Upgrades. Ich glaube, wir hatten nicht geupgradet, ne? Und ich hatte es vor. Bin mir gerade nicht so sicher, Tobion. Ich glaube, es könnte möglich sein. Also, Blaster verbessern ist ja so oder so halt besser, ne? Ja, nicht verkehrt. Jetzt sagt man ein zweites Zeitfenster, das mit dem richtigen Timing der Superabkühlung des Blasters durchgeführt wird. Vorübergehend den Aufbau von Wärme unterbindet. Die Sache ist, ich schaff's ja nicht mal das erste Mal richtig zu drücken. Aber hey, klar, kein Problem, wir machen das einfach mal. So, Superabkühlung. Genau, wir hatten eine Kiste oder eine Belohnung bekommen. Und deswegen konnten wir auch jetzt gerade upgraden. Ja, jetzt habe ich es wieder raus. Okay. De facto ist, würde ich aber sowieso sagen, dass wir als nächstes nochmal hier rein investieren werden. Also, wenn wir das BT-009S Ding haben. Damit wir halt einen höheren Schaden haben mit der Waffe. Da wir ja so oft erwischt werden. Ich meine, super, super professionell spielen. So. Schauen wir doch einfach mal. Okay. Wir müssen Gelegenheit Ashiga Clan. Genau, das waren die Sachen, wo wir überlegt hatten, potenziell das in Zukunft zu machen. Aber ich würde sagen, heute ist wirklich der Tag, wo ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, dass wir, oh, guck mal, hier können wir das Upgrade, nein, wo wir uns definitiv darauf konzentrieren, die Main Quest voranzutreiben. Würde ich sagen. Das ist eigentlich das Interessanteste auch gerade, ne? So, wir haben aber Myra Raumhafen. Wir haben, genau, wir müssen jetzt den Schwarm halt weitermachen. Okay, Ashiga Clan Viertel. Da gehen wir mal wieder zurück. Da haben wir ja einen wunderbaren Ruf. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir es schaffen, die Person davon abzuhalten, weil eigentlich der Ashiga Clan ja der Clan ist, mit dem wir eine gute Kooperation halt haben wollen. Aber die arbeiten ja, also zumindest hier, die Tochter arbeitet ja mit Crimson Dawn, so heißt es, aber Crimson Dawn haben wir ja keinen Bock drauf, ne? Oh, warte mal. Sind wir damit gemeint? Hello? Ah, Sammelgegenstand. Okay. So, jetzt die Frage. Ne, wir gehen straight. Ich versuche mich nicht ablenken zu lassen. I try my best. Okay. So. Er lauft mich schon wieder. Der Klassiker. So. Meine Lieben, was gibt's eigentlich heute bei euch so zu essen? Erzählt mal. Diese Außenseiterin ist nicht wie die anderen. Ja, wir sind einfach zu cool. Und könnt ihr besprechen, einfach hier reingehen. Die Frage ist halt nur. Huch. Wait. Ach so, Quatsch. Wir müssen gar nicht hier rein. Ich bin verwirrt. Wir müssen wir doch hier rein? Bin etwas unentschlossen, muss ich gerade sagen. Ja, wir sind jetzt wieder aus dem Clanviertel raus, ne? Reis mit Sauersauce, okay. Okay, da bist du ja.
Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Die Chujama, gut wär's, hä? Fatima Buska! Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kichimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Guter Queen! Kaba para Jijitinka para Horko Kagwa! Punusa Simpokit! Jutpola Dunja Yuna and Blasto no Lia Jabaka! Ja Queen ne Fancy Pulisa ona ja andopa tipo haba! Ich schalte es aus. Verstanden. Tago Ubisa. Jigrabahuha Crispo Dita Krisk. Jut no Pamiki du Rigo Venta Chompa. Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Chuba, ma batas du Jay. Ota chick ta tinka Miki Yuno. Mhm. Sagt Jalen liebe Grüße. Diese? Ist nicht die aus dem Han Solo-Film? Nee, das ist, Na komm, Nix. Ja? Nee, ich glaube, es ist andere. Ich glaube, die Stimme ist nur ähnlich, oder? Ich muss sagen, ich habe den Han Solo-Film, also Film nicht so, auf dem Schirm. Doch, das ist sie. Oder wen meint ihr gerade? Stopp. Meint ihr, ach, ihr meint sie hier, die Crimson Dawn-Dame, oder wen? Täusche ich da gerade etwas? Ich muss sagen, ich hab halt Han Solo geschaut. Ich bin kein großer Fan von Han Solo. Also von dem Film. Nee, nicht von Han Solo, von dem Film. Entschuldigung, nicht falsch. Han Solo ist cool. Weil der Film war low. Leider. Ikira. Ist das dann der Charakter, der von Emilia Clarke gespielt wurde? Hieß er Emilia Clarke, ne? Bitte sagt mir nicht, dass ich schon wieder falsch sage. Ist auch die Synchronstimme von Emilia Clarke. Ich wollte gerade sagen, die Stimme kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Ich kam aber nicht drauf. Okay, krass. Ich, war die ganze Zeit so... Ah, ich wollte auch gerade schon sagen, die Stimme, die kommt mir bekannt vor. Aber ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass das die ist. Okay, das ist cool. Das ist halt schon sehr cool, muss ich sagen. Ah? Gib einen Pluspunkt. Das gibt definitiv einen Pluspunkt. So... Okay. Also wir sollen in die Festung einbrechen. Was soll da schon schief gehen, ne? Lass mich mal kurz was schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass an meiner Grafik was umgestellt wurde. Schärfentiefe. Lässt Objekte zu dem verschwimmen. Nein. Schärfentiefe soll ausbleiben. Ich weiß auch nicht, warum das wieder an ist. Erweiterte Grafikeinstellung. Einstellung übernehmen. Beibehalten. Nebel. Ja, das ist alles soweit okay. Ich würde gerne eine Sache anmachen, aber wo ist die denn? Ist die hier überhaupt? Nee. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Grafik verschwindet, also beziehungsweise weil ich so einen Grafikflackern drin habe. Aber es kann sein, dass es so ein Meeting ist im Moment. Ich weiß noch nicht so recht, ob das so geil ist, dass wir in eine Festung einbrechen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier nicht rauskommen mehr. Zumindest nicht auf den regulären Weg. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, ne? Ja, ich schüttel's einfach ab. No. Das sind für cute Dinger. Oh. Was ist das? Okay. Das ist ja riesig. Halt dich gut fest, Nix. Das wird eine lange Kletterpartie. Shit, müssen wir hier schon hoch? Nee, ich glaube, wir müssen noch weiter, ne? Ist aber schon mega riesig. Okay. Bin gespannt. Frag mich gerade so ein bisschen, wo die Festung halt ist, ne? Oh, toll. So, jetzt aber. Oh, Credits, das brauchen wir. Oh mein Gott. Credits brauchen wir so dringend. Nachdem wir so viel ausgegeben haben. Müssen wir runter? Wir müssen ja in die Festung einbrechen. Ich hätte ja irgendwie gedacht, wir müssen nach oben, aber... Okay, interessant. Dann gehen wir mal runter langsam.
ist halt die Frage. Geht's denn hier lang? Hallo, ich glaube, hier geht es um Items eher. So ein bisschen. Grobtuch, Ring und Grobtuch. Also Ring ist Ring, nehmen wir. Alles, was wir verticken können, nehmen wir. Definitiv. Wir sind nebenbei ein paar große Skelette. Sehr große Skelette. Sehr viele große Skelette. Und ich weiß nicht, ob wir das begegnen wollen. Was das getan hat. Oder es wird einfach von den Menschen runtergeworfen. Okay. Naja, was soll schon schief gehen? Gehen wir mal runter. So. Und weiter geht's. Hey, Andy 5. Glaubst du, es ist ein Fehler, dass Chris Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht? Ja. Die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Ja, Chat. Wir sind tot. Ja, war auch schön, ne? Wow, guck mal, wir sind das erste Mal hier. Guckt euch mal dieses Konstrukt an. Wie immens das einfach aussieht. Als ob wir jetzt wirklich... Müssen wir jetzt wirklich alles von neu einsammeln? No way. Nee. Was? Okay, das ist uncool, muss ich sagen. Also das ist schon wirklich uncool, dass wir alles so neu ansammeln müssen. Das ist ja... Wow. Okay, das ist echt nicht cool. Ach Mann. Okay, wir sind das erste Mal hier. Alles andere, wer das Gegenteil behauptet, ist fake und so, ne? So, guck mal. Hey, wow. Glaubst du, es ist ein Fehler, dass Chris Geschäfte mit Crimson Dawn macht? Im Gegensatz zur Königin, die Geschäfte mit dem Imperium macht. Ja, die Ashiga scheinen in beiden Fällen ihre Freiheit aufzugeben. Ja, und Chris scheint fälschlicherweise zu glauben, dass sie die Kontrolle hat. Wir hätten nach oben gucken müssen. Ja, gut. Wir sind ja auch das erste Mal hier, ne? Ich meine natürlich, wir sind ja nicht hier runtergefallen oder so. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr interessant. Warum habe ich das Gefühl, dass Crimson Dawn die Ashiga verkaufen wird? Oder Chris zumindest verkauft wird? Weiß ich auch noch nicht so recht, ne? So. Hey, wir sind in Position. Wie kommst du voran? Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Ja, Chat. Kein Druck, ne? Wir sollen den Schwarm aus löschen. Jetzt ist die Frage. Okay, wir müssen einmal hier rüber. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, mehr nicht? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, natürlich nicht. Ich bin ehrlich, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass es so ein Telepathie-Ding sein könnte. Aber okay. Okay. Ich finde es cool, dass wir so Side-Facts über die Völker erfahren, muss ich sagen. Immer sehr ganz nice. Achso, wir können an die Wand ran. Bin gespannt, was wir noch so erfahren werden. Okay. So. Schauen wir doch mal. Frage: Kommen wir hier rüber? So ist. jetzt. So. Die Frage. Ja, mal hier runter. Ja, wir müssen einfach das. Ich denke die ganze Zeit, wir müssen irgendwie ganz runter, um ehrlich zu sein. Aber, wir können ganz normal rübergehen. Ich habe ein bisschen Angst, wieder runterzufallen. Ah, komm, wir können einfach hier.
Ist da Loot? Sehe ich da gerade Loot? Oh, wunderschön. Hallo. Egal. Unser Leben geht wieder voll. Ihr habt nichts gesehen. Die zweite. Oh mein Gott. Alter. Ja, ich hoffe, hier hätte ich kein Rhythmusgefühl. Oh, wir haben es geschafft. Wow, für 300 Credits. Egal, 300 Credits haben wir nicht haben, aber... Boah, Chat, mir liegt das nicht, ne? Mir liegt das nicht. Wirklich nicht. Warte mal, ich guck nur nach. Ich ändere es noch nicht, aber... Verhandlungsintensität, automatisches Prüfadrenalin, kühlen, nein. Okay, wir können automatisches Kühlen machen. Cool. Gegnerschwierigkeit ist uninteressant. Konnte man das nicht irgendwo einstellen? Entdecke mit, entferne die Light, nein. Das lassen wir. Minispiele. Schlossstack. Ach, das ist Standard noch. Also wir könnten es auf einfach machen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Noch bin ich nicht verzweifelt. Noch ist okay. Aber ich glaube, es wird der Zeitpunkt kommen im Laufe des Spiels, dass ich sage, nö. Einfach nö. Sieht aus, als wäre die Wand gleich da oben. Stopp. Guck mal, da ist eine Kiste, die hätten wir fast übersehen. Gute Strahlenbeschleuniger. Gehen wir doch einmal... Ei! Hier dran. So. Aber bis jetzt kommen wir ja ganz angenehm in die Festung, ne? Bis jetzt. Ich werde das, was ich gerade sage, bereuen. Aber gucken wir mal. So. Ist die Frage. Wir sind hier. Wir müssen da hoch. Das ist unser wunderschönes... Einen wunderschönen Greifhaken benutzen. Weiter geht's. So. Und let's go. Kommen wir nicht vorbei, ohne dass wir weggestoßen werden? Ja. Okay. Wir können einmal da hoch und wir können einmal hier rüber. Es ist halt die Frage, ob hier oben nur eine Kiste ist oder ob wir hier oben generell weiterkommen. Ich glaube, I see the problem. Okay, wir müssen wieder runter. Wir müssen auf die andere Seite, um dort, glaube ich, den Strom auszuschalten, um dann halt wieder rüber zu gehen. Würde ich jetzt behaupten. Okay. Komme ich hier überhaupt rüber? Ist jemand in der Nähe? Alter, wir haben hier unten was, was wir benutzen können. Darum kann nichts uns was besorgen, aber... Okay. Kann nichts das holen, mal so das Interesse. Nix, da drüben. Als ob er da rüber springen kann. Was? Okay, cool. Aber wir können das glaube ich nicht, ne? Also wir können da nicht einfach rüber. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es der Weg ist, den ich nehmen soll. Okay, wir gehen noch mal kurz nach hier oben. Ich glaube aber schon. Die Frage. Also wenn ich jetzt einfach hier rüber springe, ist over mit uns. Definitiv over. Yeah. Könnte aber auch tatsächlich nichts aktivieren. Die Frage gerade.
Na, sieh mal einer an. Die Steine immer noch im Weg. Also. Rolltür öffnen. Halt das für mich offen. Scheiße. Warte mal, wir machen das jetzt mal so. Rolltür. Rolltür öffnen. Ganz leise. Perfekt. Okay, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Aber ich dachte halt tatsächlich, wir müssen irgendwie da unten irgendwas machen. Wisst ihr, wie ich meine? Super auch. Jetzt ist nur die Frage. Ja, können wir hier einfach rüberspringen? Bin da unentschlossen. Okay, wir können einfach rüberspringen. Okay, das muss die Wand sein. Bringen wir den Sprengstoff an. So, okay. Machen wir mal ein bisschen Sprengstoff-Action hier. Detonator platziert. Banja, Timo Bola Tassif. Noa Pichkuna, Sauba Nobata Tisavani. Okay, das war die Wand. Dieser Sprengstoff ist ganz schön stark. Nur für dich, Ank. Ist der Weg frei? Sadajoka. Ist frei. Dann rücken wir vor. Frei ist relativ, ne? Frei ist relativ, aber okay. So. Ist hier jemand? Das Problem ist so, wir gehen jetzt in diese Ashiga-Clan-Festung halt rein. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, wenn wir das halt machen, dass wir unseren Ruf zerstören. Aber wir haben ja keine Wahl von der Main-Quest her, ne? Trotzdem. I don't like. Entschuldigung? Das ist die Frage. Hast du was kleiner? Gibt es eine Menge Sachen, die wir öffnen können? Machen wir das doch auch. Strahlenbeschleuniger. Granaten brauchen wir gerade nicht. Ah, okay. Wir können halt überall irgendwie hier runter, glaube ich. Ist die Frage, was halt der smarteste Weg für uns jetzt gleich ist, ne? Willst du das haben, Nix? Holen wir uns mal bitte das. Dankeschön, Nix. Vielen lieben Dank. Sehr lieb und so. Nix. So. Ich stelle gerade fest, eine frühere ganz liebe Kollegin, die ist auch an. Na, eine coole Erinnerung dann, würde ich sagen. Es ist die Frage. Hallo. Ich glaube, wir haben uns für den richtigen Weg entschieden. Was siehst du? Ich frage, ob uns nicht trotzdem irgendjemand gleich ins Gesicht läuft, ne? Wir können doch da oben klettern. Ich denke, das ist doch der Weg, den wir nehmen müssen. Mich wundert das gerade so etwas. Und ich vertraue dem Braten ja nicht so ganz. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwas holt uns gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendjemand taucht ja gleich auf. Aber Totus ist ja eher so Horror, ne? Wir spielen ja kein Horrorspiel. Hoffe ich. Yeah. Oh nein. Kriegen ja auf jeden Fall eine Menge Credits gerade. Nachdem wir so viel für Credits ausgegeben haben, finde ich das ganz gut. Ich glaube, wir wollten noch irgendwas für Credits holen, ne? Bin mir gerade nicht so sicher. Muss ich mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass... Ah doch, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es unser Weg ist, aber never mind. Okay, wir müssen hier lang. Ich hatte auch ein bisschen Hoffnung, dass wir die Königin vielleicht warnen können, ne? Aber... Alles klar, Nix. Schön leise jetzt. Kein Alarm auslösen. Krisk, ich bin drin. Jetzt muss ich nur noch die Konsole finden. Gut, wir nähern uns dem Hof. Wenn die Geschütze ausgeschaltet sind, erobern wir den Thron. Also wir haben hier... Da
Warum gehen wir nicht darauf und kämpfen? Befehl der Königin. Unser Posten muss besetzt bleiben. Tja, wir müssen bereit sein. Sie könnten jeden Moment hier runterkommen. Löse keinen Alarm. Also wenn wir einen Alarm was lösen, haben wir verkackt auf jeden Fall wieder. Das heißt, es ist so eine sneaky Sache wie auf der, Raumstation. Und oben kämpfen die halt schon. Wir haben da einen Gegner. Der guckt die ganze Zeit. Okay, er guckt nicht die ganze Zeit in diese Richtung. Wir haben da einen Robi. Ist die Frage. Sneaky. Siehst du was? Und wenn die Gegner lernen, nicht so schön angezeigt, wie ich es gerne hätte. Also da unten läuft einer. Da ist der Roboter, den wir nicht so ausschalten können. Bitte sag keinen Arsch und komm jetzt hier lang. Okay. Kann ich den ausschalten, ohne dass der Roboter das merkt? Boah, das war aber sehr riskant, was ich gerade gemacht habe. Ich bin so im Get-Even-Modus noch, so wisst ihr, wie ich meine. Bei Get-Even ist das immer so... Ja, ist so eine optionale Sache, ne, was wir machen, aber... Hier ist es doch... hier müssen wir doch uns ein bisschen mehr konzentrieren. Wir haben doch eine Überwachungskamera. Ist hier jemand? Ich bin jetzt am Schauen, ob es nicht irgendwie einen Schacht gibt, den wir benutzen können. Das ist ein Schacht? Sabotieren. Sabotage ist gut. Ja. Na schön. Also ein Alarm kann schon mal nicht angemacht werden. Das ist schon mal fantastisch. Was nicht so fantastisch ist, dass er alarmiert ist. Das fühle ich gerade nicht so. Bitte komm nicht zu uns. Bitte bleib dahinter. Ist jemand in der Nähe? Die Frage, können die noch einen Alarm anmachen? Ah, natürlich kommt er jetzt um die Ecke. Wie süß, nächstes Mal, was mit den Öhrchen anlegt beim Streichen. Ja, ist mega cute. Alright. Was ist hier los? Warum sind die gerade so alarmiert? Nee. Geht. Haut ab. No way. Einer ist verendet. Wir müssen suchen. Nein, müsst ihr nicht. Geht. Nix suchen. Öffnet eure Sinne. Öffnet eure... Nein. Öffnet gar nichts. Bitte. Lasst nicht nach. Wir haben so... Little. Mit Problemas. Okay. Aber ich find's krass, dass sie gerade so aggressiv aktiv sind. Aggressiv? Sehr aggressiv aktiv. Ist halt die Frage, liegt das daran, dass wir die Sabotage begangen haben? Ist das so ein Chancenthema, dass wir vielleicht... Damit wir halt Leute ausschalten können? Bin ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Aber unser Vorteil ist, er kann den Alarm halt nicht mehr aktivieren, ne? Frage. Warte mal. Können wir das anmachen? Sehr schön. Was können wir denn hier Schönes machen? Oh, Chat. Aber was haben wir jetzt da gerade ausgeschalten? Hä? Kacke. Ich kann mir vorstellen... Hast du was, Kleiner? Okay, hier ist ein Gegner. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt die Kamera ausgeschalten haben, oder? Ich
finden wir das doch einfach mal heraus, was wir getan haben. Yep. Wir haben die Kamera ausgeschalten. Sehr schön. Okay. Ich muss ja sagen, ich bin ja stolz auf uns, dass wir es schaffen, uns aktuell reinzuschleichen, ne? Das ist noch nicht erwischt worden. Das ist schon ganz schön, muss ich zugeben. Ich hoffe, es bleibt auch so. Nein. Nicht jinxen. Ah, die Kamera ist wirklich aus, oder? Oh mein Gott, riskant. Oh, lauf. Da stehen ja noch zwei. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hallo, Eri-chan. Hallo. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass da noch zwei stehen. Warum sind die auch so entspannt da so? Weißt du, die stehen ja auch, wir müssen Wache halten, oben wird gekämpft. Ist ja nicht so wichtig, dass da oben gekämpft wird. Okay, aber. Du hast mich nicht gesehen. Bitte bleibt draußen. Dankeschön. Ihr habt mich nicht gesehen. Alles entspannt. Ihr habt einfach nur Halluzinationen. Oh nein. Oh. Oh, nicht so gut, Shit. Das ist aber wirklich nicht so gut. Siehst du was? Besonders? Wie viele Gegner laufen denn hier rum? Ich glaube, es ist nur einer, ne? Ich bin mal so vorsichtig und sag. Eine Energiebarriere. Es muss einen Weg geben, nur sie einer. Also den mussten wir auch auf jeden Fall ausschalten. Da hatten wir jetzt wirklich gar keine Wahl. Was siehst du? Ach, ist halt nur. Sind wir jetzt alleine oder läuft hier noch einer rum? Ist gerade nicht so recht, ne? Was anders einschleichen können? Hast du was klar? Nein. Okay. It's Rätseltime. Nichts, was wir nicht hinbekommen. Hey, Kumpel, so. Lassen erstmal die Leiter runterholen. In der Zeit, wo er das macht, gucken wir uns nochmal hier unten noch um. Achso, wir eine Schlossknack-Action. Okay, wir haben ja mal Transparit-Kristall. Ah, guck mal, wir haben gar nicht mehr die Quest, dass wir den Alarm nicht aktivieren können. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Muss ich zugeben. Okay, also im Prinzip sind wir eigentlich schon fast kurz davor, den Geschützturm auszuschalten. Sehr schön. Das ist doch sehr, sehr schön. Bevor wir jetzt da hochgehen. Die Kiste haben wir aufgemacht. Okay. Schauen wir doch mal, wie wir diese Barriere ausbekommen. Okay. Wir sind hier oben. Was siehst du? Ah! Aber ist das der einzige, den wir kaputt machen müssen? Hier war doch noch so ein Ding, oder nicht? Nummer 2. Okay, wir brauchen noch einen dritten. Wo ist er denn? Der dritte. Sieht ein bisschen nach Kletterparade aus. Yes. Na, 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 na. So, Chat. Zack.
Dann schauen wir doch mal. Wir müssen nichts da oben hinschicken, würde ich sagen, na? Da, halt das mal. Und dahinter wird wahrscheinlich das System sein. Das sollte reichen. Und jetzt Nummer noch die Konsole. Okay, perfekt. Jetzt frage ich mich, können wir ein bisschen smarter runtergehen? Kommen wir hier oben hoch? Nee, ne? Da so ein bisschen danach raus, das könnte man da oben vielleicht was looten gehen, aber... Ah ne, wir sind von da gekommen. Nevermind. Ignoriert, was ich gesagt habe. Wir müssen auch nicht da lang. Wir müssen hier lang. Puh. Okay, da haben wir unsere wunderschöne Konsole und es wird wieder Zeit, eine Runde hacken zu gehen. Das ist so, muss ich sagen, ist mein Lieblingsminispiel. Obwohl es ein bisschen Logik, ein bisschen Luck, so eine Mischung daraus finde ich persönlich. Aber ich mag das irgendwie, es macht halt Spaß. Kleine Dinge, Chat. Okay, nehmen wir mal den, den und den. Natürlich sind alle falsch. Packen wir den dahin, dahin, dahin. Perfekt. So, dann machen wir die Verteidigungssysteme hier aus. Die Geschütze sind aus. Dann rücken wir durch den Hof vor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und Alright. Ich verzieh mich dann mal. Funky, wo war das Kado Kids? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber wir haben uns geschadet. Atima Opada. Minowata Wamanonaga. Ist gut. Bin auf dem Weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Das ist übel nix. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wir haben Spinnen. Ich bin tot. Oh mein Gott, das macht mich gerade voll fertig mit den Spinnen. Die lassen einfach nicht nach. Oh mein Gott, das hat mich ja so aus dem Konzept gerade rausgebracht. Mit den Spinnen. Muss ich zugeben. Papa! Ah! Geht! Warum haben die denn noch... Verstärkt unsere Position. Oh, ich bin gerade so raus. Wo ist denn hier noch ein Gegner? Boah, sorry, ich bin gerade so raus durch diese Spinnen. Ja, eklig. Ich weiß nicht mal, was das ist. Da Shigalif Pogwa. Tisa, Jinopa Grab Krisk. Bata, Crimson Dawn, Trick Miki Yuna. Yamasabola Jaboliv Tagraba Shinka Tijahiv. Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Nutis Nova Apata Chupunum. So Apata Mucha Jaya Shiga Andova. Kirsa Horko Govas Cheje. Bata Jilven the Hilda Kid. Na gut. Zeig mir einfach, wo ich hin soll. Es war also klar, dass Crimson Dawn hat was fort, ne? Aber dass sie halt so gefühlt ein ganzes Volk auslöschen wollen. Holy shit. Okay, interessant. Okay, also wir müssen es nebenbei merken, die haben Spinnen. Cool. Spinnen. Was gibt's Schöneres? Als Spinnen. Jetzt wissen wir es. Und ich habe keine Ahnung, wie wir gegen die kämpfen sollen. Hat man bestimmt auch gar nicht gemerkt. Aber ich glaube, es lag daran, dass es Spinnen waren. Ich war mir auch gerade nicht sicher, ob das mechanische Spinnen sind oder organische, um ehrlich zu sein, wegen der Waffe, die wir nehmen sollen. War ein bisschen irritiert. Damit habe ich aber auch wirklich nicht gerechnet. Hier. Schön auch, ne?
Bis später, Nora. So. Die Frage. So, Tierflasche Daibendu. Weiß gar nicht, ob wir... Ich glaube, wir können die verkaufen oder so, ne? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Hab da noch nicht so drauf geachtet. Hey, oh, der Lüchchen. Gehen wir doch mal eine Runde? Und dann, let's go. Okay. Zu sneaken, ne? Ah, fuck. Heilung, 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 please, bitte. Das war knapp. Ei! Oh. Alter, das sind gar keine Aufstiege, das sind Dinge des Crimson Dawn, ne? Ja. Einfach raus. Kein Problem. Wenn man sonst keine Wünsche hat gerade, ne? Vielleicht holen wir mal eben raus. Besorge den Urstrang. Aber, hä? Ich dachte, wir helfen jetzt Ankh. Ich bin gerade super verwirrt, weil ich auf die Dialoge nicht so ganz achte. Dadurch, dass ich ein bisschen kurz und Schluss sein muss auf die Kämpfe. Aber warum verstehe es gerade nicht so ganz? Ich meine, klar, Crimson darf man halt, definitiv nicht vertrauen, aber warum unterstützt halt die andere die? Verwirrt. Urstrang, ne? Questgegenstand. Das ist der Urstrang. Was wollte Crimson Dawn überhaupt damit? Ich meine, im Augenblick halte ich es. Okay. Bringe den Urstrang zum Thronsaal. Bevor wir in den Thronsaal gehen, safe, müssen wir gleich entscheiden. Wem wir unterstützen, oder? Hundertprozentig. Irgendwie, ich muss so kurz Kleinigkeiten naschen. Hundertprozentig müssen wir das gleich machen. Ach so, das ist eine Kammer, in der wir nur rein müssen. Kann das sein? Ja. Also für Loot. Hey, Messy Girl. Kuss von der Arbeit. Ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. Lass dich nicht ärgern. Für dich geht's soweit gut. So, jetzt ist die Frage. Frage, wo geht es weiter? Frage ich mich halt gerade wirklich so ein bisschen. Können wir denn jetzt am besten weiter gehen? Das eine war jetzt eine Sackgasse. Loot.
Und zum Truhensaal. Hätte ich gedacht, dass es halt der Weg ist, ne? Also hier so der Eingang, aber einmal nicht. Oder ich habe was übersehen. Wir gucken nochmal gleich da rein. Erstmal so. Die Frage. Ich glaube, wir gucken nochmal danach. Ich glaube, das wäre besser. Aber doch, hier oben ist eine Luke. Eine Luke, 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 Luke. Aber hier ist keiner, aber... Stopp. Ah, ich bin lost, ne? Reden wir nicht drüber. Felswände, mein Nemesis. Die zu erkennen manchmal, habe ich das Gefühl. Okay. Jetzt haben wir den Weg. Ich glaube, wir kommen auf einen angenehmen Weg. Oh, danke. Wir geben uns Mühe. Dann bist du dabei? Hey, Blue. Eins nach dem anderen. Ha, Chat, wir haben sie fast. Wir haben sie fast überzeugt. Hey, Andy 5. Anke ist bei mir. Gibt es ein Problem? Ich habe nicht damit gerechnet, dass Kira sowas durchzieht. Kira hat einen Bandenkrieg gestartet, um ihre Rivalen gegeneinander auszuspielen. So läuft das, wenn man die Macht ergreift, Kay. Dank Farrick. Syndikate, Imps, sogar die Rebellen. Sie alle... Nutzen Leute aus. Es ist, als könnten sie gar nicht anders. Ja. Tu, was nötig ist, um mit Ankh rauszukommen. Aber verlass dich nicht auf Kira. Head, erinnert euch daran, wo wir vor ein paar, oder YouTube, erinnert euch daran, wo wir ein paar Folgen noch hier waren und wie alles aussah, wie es jetzt aussieht. Das ist so eine krasse Darstellung, finde ich. Mega cool. So crazy. Tut ein bisschen weh, weil ich eigentlich Ashiga mag. So, also ich fand sie halt interessant, aber ich glaube, die haben jetzt in nächster Zeit mal andere Probleme. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. In der, im Thronsaal. Schauen wir doch mal. Hab ein bisschen Sorge, Leute. Ich hab ein bisschen Sorge. Aber we will see. So. Okay, was passiert jetzt? Da ist er. Du hältst den Grundstein für tausende Generationen in deiner Hand. Alles von unseren Ahnen geplant. Und sobald du nicht mehr im Weg bist, hat der Stamm endlich eine Zukunft, Mutter. Undankbares Kind. Crimson Dawn hat dich gegen die Deinen aufgehetzt. Sie vernichten unseren Clan und lassen dir die Trümmer. Unsere Zukunft endet mit mir. Nein, das ist dein Werk. Du hast diesen Weg gewählt und unsere Zukunft an die des Imperiums gebunden. Ich diene niemandem und du lässt mir keine Wahl. Der Urstrang. Nee, oh mein Gott, ich wusste es. Chat, ich sag, wie es ist. Wir geben den Strang der Königin. Safe geben wir es der Königin. Weil wir können der nicht vertrauen. Die wird uns sowas von verarschen, die Crisk. Sowas von wird die uns verarschen und uns über den Tisch ziehen. Es geht auf jeden Fall zur Königin. Ah! Das Spiel nimmt uns auch die Entscheidung tatsächlich ab, weil Kays Ruf bei Crimson Dawn ist schlecht. Davon abgesehen arbeiten wir nicht mit Crimson Dawn zusammen. Ashiga Clan ist natürlich. Ne? Das sind sie. Tut mir leid, Crisk. Crimson Dawn hat dich von Anfang an nur benutzt. Wir alle sind der Schwarm. Auch du. Lass die Waffe fallen, Tochter. Nicht! Ging mir nix.
Ja, das war natürlich klar, dass das passiert, ne? What the ball kid? Wenn du machst du nur die Japanpa. Nicht du da droi. Noch wenn der hieß Krabavani. Oh, sagt die Zagula. Die Dinger, die Bolas tut. Ich weiß, die Sache lief aus dem Ruder. Es war nie die Rede von einer Hinrichtung. Und was dachtest du, wie es enden würde? Das gehört eben dazu. Es spielt keine Rolle, oder? Es ging nur darum, den Schwarm zu schwächen und gegeneinander auszuspielen. Die Galaxis ist kein Spielplatz, Kay. Sie ist ein Gefängnis. Und wenn wir Freiheit wollen, müssen wir ein paar schwere Entscheidungen treffen. Geht es um Freiheit für Leute wie mich? Oder nur darum, wer den Schlüssel hat? Ich war mal wie du, aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich weiß, wer in der Galaxis die Fäden zieht. Du denkst, was heute geschehen ist, wäre unwichtig. Aber nach dem Krieg wirst du verstehen, dass wir den Käfig geöffnet haben. Dann spürst du, wie sich echte Freiheit anfühlt. Lady Kira, die Vermilion steht jetzt bereit. Du bist wertvoll für diesen Kampf, Kay. Du erkennst es bloß noch nicht. Pass auf dich auf. Viel Glück. Okay, wir haben einfach Daenerys Targaryen dabei. Ich höre die Stimme jetzt so krass raus, nachdem ihr das nochmal extra erwähnt habt, ne? Ich höre das so crazy raus. Königin Ashiga hat uns ein Geschenk geschickt. Das ist ja nett. Ich mag diese königlichen Sitten. Crimson Dawn, schrecklich. Ja. Angenehm auch, ne? Ein Crimson Dawn-Agent hat mir 40.000 Kredits geboten, wenn ich dich verrate. Du hast abgelehnt, oder? Andy 5? Ich hab nicht geglaubt, dass er so viel Geld hat. Wow. Andy 5 ist auf jeden Fall jemand, den ich absolut vertraue. Naja. Wie dem auch sei. Schauen wir mal.